In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Morgen, ihr Lieben. Heute ist schon der nächste Tag. Wir wollten eigentlich mit Freunden grillen gehen, aber die können nicht, weil die Tochter krank ist, aber das ist gar nicht schlimm. Wir haben jetzt Schülern uns so eingeladen, weil wir zu viel Fleisch haben. Ja, warte, Schatz. Ja, die kommen auch. Also Schülern ist jetzt auf dem Weg hierhin. Achtet. Nein. Ja, und ich würde sagen, ich mache mich auch jetzt langsam fertig. Ich habe mich schon angezogen. Und danach melden wir uns. Wir gehen jetzt, ne? Ich muss nur noch Staub saugen. So, ich habe mich jetzt ein bisschen geschminkt. Also hat mir ein Gesicht gemalt, damit ich nicht so kaputt aussehe. Also ohne Concealer wäre ich am Boden zerstört, ehrlich. Und Lena packt jetzt ihre Sachen ein für ihr Baby. Und dann gehen wir auch. Schiefer ist in 20 Minuten da, meinte er. Ich habe keinen Nudelsalat gemacht, weil ich mir dachte, dann bekomme ich auch voll Hunger drauf. Ich liebe ja Nudelsalat. Übrigens kann ich euch mal zeigen, was wir alles mitnehmen werden. Hier die Shisha für die Jungs. Dann haben wir hier den Grill. Linas ganzen Sandspielzeuge, ihre Puppe. Baba, dabei geht's schon, ja? Und dann haben wir hier Gurken und Tomaten. Hier kommt noch das Fleisch rein. Und hier haben wir halt Krimskrams, Salz, danach Gurken, Linas Wechselklamotten, 2 Tabletts und ja, mehr nicht. Wir werden auch nicht viel mitnehmen, ehrlich gesagt. Boah, ich sehe voll wie ein Geist aus. Moment. Wer ist das? Eine E-Mail. So, dann haben wir hier noch 2 Packungen Würstchen. Ich finde die am leckersten von Öztürk, die dicken hier mit diesen Punkten. Das nehmen wir aber gleich mit. Und hier ist das Fleisch, was Auder fertig gemischt hat. Und sonst habe ich meine Nägel lackiert. Weil mich das total gestört hat, dieses jedes Mal weiße. Oh Leute, voll asozial, ne? Ich hatte ein Ding im Mund, ein Kaugummi. Tut mir leid. Moment, ich muss den kurz ausspucken. Ich hasse das, wenn man mit einem Kaugummi im Mund redet. Moment. So, besser. So, die Mülltonne ist jetzt auch weg. Ich bin voll außer Atem. Boah, tut mir echt leid. Ich hasse ja Menschen, die mit dem Kaugummi im Mund sprechen, ne? Ich kann es gar nicht abhaben. So, Kohle bringt auch Shira. Langsam, Schatz. Nein. Ich hab doch nichts gemacht. Nein. Nein, okay, okay. Tamam, mir abgeben. Ja, jetzt warten wir eigentlich nur noch auf die Jungs. Also, wir holen kurz das Auto, packt das vor die Wohnung, damit wir nicht so weit laufen müssen. Und ich freue mich schon. Ah, ich muss Taschentücher einpacken, voll vergessen. Ich habe nämlich, glaube ich, eine Allergie gegen Pollen. Lena, gell, Mendel und Otto. Mendel, Mendel. Moment. Mendellerimiz nerede bizim? Ja, Schatz. So, nehmen wir mal 2 Packungen Taschentücher mit. Und ich packe mal ein paar Süßigkeiten für Lena mit ein. Das darfst du jetzt aber nicht sehen. So, ihr Lieben, ich nehme die Kamera auf jeden Fall mit. Ich habe noch Akku. Deswegen würde ich sagen, es gleich. Do you want to never hit the airport to follow your dreams? Sometimes I still talk to her, but when I talk to her, it all just like you. They want to rather make show you just like you, but they just not you. And I just got food talking about what I'm trying. جام المريش الرقم عالمي جام اتونو بيسو ات يرات يا افير
Ja, aber nur die Däune. Koyori. So ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich habe nicht viel aufgenommen, weil wir die ganze Zeit mit Lina beschäftigt waren. Ich musste Lina heute öfters mal tragen. Das ist nicht gut, ich weiß, aber wir hatten keine andere Wahl. Odell muss ja auch mal essen und dann muss ich mit Lina spielen und andersherum. Aber Odell hat mir heute sehr vieles abgenommen. Ich kriege sehr, sehr schwer Luft momentan. Also ich kriege fast kaum Luft. Ich glaube, ich habe eine Pollenallergie, was ich eigentlich gar nicht habe. Aber ich kriege einfach keine Luft. Meine Nase ist zu und meine Augen, die jucken total. Man sieht das auch. Die Jungs sind jetzt kurz Baklava kaufen gegangen, weil Odell total Lust drauf hatte. Ich glaube, er ist schwanger als wie ich. Voll das Deutsch. Naja, wie dem auch sei, ich warte jetzt auf die Jungs und danach gehe ich kurz duschen. Ich sehe voll tot aus, ne? Ja, danach gucken wir Haus des Geldes. Das ist jetzt die zweite Staffel. Aber dann wollte ich das durchgucken. Mal schauen, ob wir es schaffen, das jetzt neu, das sind 9 Folgen. Aber wie gesagt, ich gehe kurz duschen, 10 Minuten und danach denke ich mal, dass es mir viel, viel besser gehen wird. Ja, also wenn es gleich nicht weitergehen sollte, dann verabschiede ich mich jetzt schon mal bei euch und wünsche euch hoffentlich eine sonnige Woche und einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist schon etwas später. Das Wetter ist total schön. Ich habe immer noch Luftnot. Aber ich war noch nicht beim Arzt. Ich habe gehört, angerufen. Und sie meinte, ich soll morgen kommen. Naja, dann gehe ich da morgen hin. Und lass mir dieses Asthma-Spray verschreiben. Weil ich hatte das bei Lina einmal, also bei Linas Schwangerschaft. Und da war das so. Wir haben so einen Entsafter gehabt bei meiner Mutter. Und die Jungs wollten Möhrensaft trinken. Und dann habe ich wirklich gar keine Luft bekommen. Zum Glück hatte mein Bruder sein Asthma-Spray. Ja, dann konnte ich das natürlich benutzen, ne? Das hat auf der Stelle geholfen. So, jetzt machen wir hier ein Paket auf, weil wir haben ein Paket bekommen. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, ehrlich gesagt. Wow! Oh Gott. Da ist was Verpacktes drin. Da steht Lina. Ja, warte, warte, was machst du? Warte mal. Oh, schaut mal. Hier steht Lina. Wow, und hier steht alles Liebe. Baby. Baby, ja, warte. Darf ich das einmal durchlesen, bitte? Sehr Emil, ich bin leider cool und Mom ist nicht mehr, wenn es der Schüler und Fabrik geht, dann heilen wir uns. Oh, wie lieb. Sie gratuliert uns für das Baby. Dankeschön. Dann machen wir das mal auf. Total schön verpackt auf jeden Fall. Ich habe noch meine Schuhe an, Leute. Wir sind gerade reingekommen. Wir gehen jetzt auch gleich wieder raus. Oh, du hast nämlich heute frei. Nein, nein, Atschmaschke. Aber die Schale geht tschüss. So, schauen wir mal, was hier drin ist. Hm? Nein, warte. Ich stelle die Kamera mal so hin. Jo, wir haben hier noch. Warte, warte. Hallo, Lena, warte. Lena, warte. Nein, oder ihr Limit. Nein, ich schnell schütteln. Ich hab mal, Kamera, du schnell. Guck mal, was hier drin ist. Hallo. Mach doch mal dein Paket hier auf. Atschkuhle. Wow, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut verpackt. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Wow. Sehr, sehr gut verpackt. Das ist auf jeden Fall gut. Da steht Familie Said. Das Essen ist leider kaputt gegangen ein bisschen, aber Audrey hat das sehr, sehr gut gefallen. Danach könnt ihr hier eure Schlüssel aufhängen und hier unten, das gefällt mir total, total gut. Und hier ist so ein Kissen für Lina. Da ist, ich glaube, ein Lavendelduft drin. Meine Hände sind übrigens voll mit Sekundenkleber. Und hier hängt das Magnet. Hier ist auch die Fußspitze kaputt, aber alles gut. Ja, das gefällt mir total. Also wenn ihr einen Schlüsselkasten sucht,
Ich verlinke euch die Seite. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Und die Karte habe ich wohin getan? Achso, hier. Moment. Komm, Schatz. Okay. Ich bewahre sowas hier immer auf. Ich habe es jetzt abgemacht und das kommt in die Sammlung. Lina weint, weil hier eine Hummel ist. Bitte. Lina, die ist weg, komm! Gitti annem gitti, gel! Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall in die Stadt. Ich muss aber Linas Pampers wechseln, sie hat gekackert. So ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich habe nicht viel gevloggt, weil wir ehrlich gesagt voll gestresst waren mit Lina. Sie wollte die ganze Zeit wegrennen. Und ja, aber ist ja nicht schlimm, oder? Ich zeige euch mal kurz, was wir gekauft haben. Bei DM habe ich einmal diese Edelstahl-Topfreiniger gekauft. Die brauchten wir mal wieder. Ich habe übrigens Linas Kinderwagen sauber gemacht hier mit diesem Vanish. Das ist echt gut. Ich habe es mit Wasser angedünnt. Der steht jetzt draußen im Flur und kann mal bis morgen trocknen. Lina schläft übrigens seit 18 Uhr. Ich hoffe, sie schläft durch. Ja, das ist bei einem Gespräch mit seinem Freund und noch einem Typen. Der kommt aber auch gleich. Dann einmal ein Staubmagnet-Kit von Swiffer, den haben wir auch gebraucht. Dann waren wir bei Primark. Ich hoffe, ich rede nicht zu leise. Ich hasse die Primark-Typen, ne? Die sind immer so laut. So. Und zwar habe ich mir was ausgesucht für Lina. Also das ist jetzt alles für Lina, ne? Und zwar einmal das hier. Ich fand den total süß. Für unseren Urlaub. Wir fliegen hier bald. Also noch weniger als wie 2 Monate. Dann. Moment. Hat sich das Outfit ausgesucht für Lina. Auch für den Urlaub. Das ist jetzt 5 bis 6 Jahre, aber ihr wisst ja, Lina hat einen Bauch. Und ich finde das etwas länger immer schöner. Dann kann sie das auch schön mit einer Leggings anziehen. Oder mit einer Strumpfhose für 4 Euro. Ach so, das hier hat gekostet. Das sind jetzt 2 bis 3 Jahre. Das wird aber Lina passen. Hat gekostet. Moment. Ich habe so Armschmerzen. 11 Euro. Wir haben echt nicht viel gekauft. Und so eine 2 Leggings. Für 5,50. Größe 2 bis 3 Jahre. Ja. Wir wollten jetzt auch nichts Unnötiges kaufen. Ich kaufe ja immer wieder mal was. Wir haben ja noch Zeit. Ja. Durst. Und ich muss meine Eisentabletten nehmen. Genau, ich warte jetzt auf Audit. Wir haben jetzt 8 Uhr, glaube ich. Um 8.30 Uhr war deren Termin. Ne, wir haben noch gar nicht 8 Uhr. Wir haben 20 vor 8. Ja. Ich weiß nicht warum, aber in der Schwangerschaft habe ich so Bock aufs Baden. Ich habe damals in Ninas Schwangerschaft jeden Tag gebadet. Könnt ihr euch das vorstellen? Jeden Tag. Naja. Das werde ich aber jetzt nicht machen, weil ich nicht weiß, wann Nina aufwacht. Und morgen muss ich auf jeden Fall zum Hausarzt, weil das mit der Luft wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Mal schauen, was die mir gibt. Letztes Mal hatte die mir 2 verschiedene gegeben, also Asthma-Sprays. Einmal das blaue und einmal das pinke. Oh, eigentlich könnte ich heute auch ein Video bearbeiten. Ich habe lange keine Videos mehr bearbeitet. Das mache ich jetzt mal. So ihr Lieben, ich würde sagen, morgen geht's weiter, weil ich habe heute wirklich nicht viel gefilmt und ja, bis morgen. Also bis gleich. Hallo ihr Lieben, heute ist schon der nächste Tag. Ich war beim Arzt, Hausarzt. Ich wollte eigentlich diesen Spray haben, was ich auch bei Lina benutzt habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, irgendwas mit F. Ja, die Ärztin hat dann meine Frauenärztin angerufen und meine Frauenärztin meinte aber nicht,
ich noch in der 8. Woche bin. Weil Lina, als ich das genommen habe, war ich schon etwas weiter. Ja, also viel, viel weiter. Jetzt habe ich das bekommen. Das durfte ich letztes Jahr nicht nehmen. Das ist Cetirizin. Ich habe jetzt 100 Tabletten bekommen. Ich soll jeden Abend eins nehmen, weil das müde macht. Ja. Und ich habe eine Überweisung zum Lungenarzt bekommen. Ich muss eigentlich heute, sollte ich da hin, aber wir haben schon 12.20 Uhr und 12.30 Uhr machen die zu und das ist ein bisschen weiter weg von uns. Also würde ich das heute gar nicht mehr schaffen, deswegen gehen wir morgen hin. Und ja, mir geht's nicht gut, ehrlich gesagt. Dieses keine Luft kriegen ist doch scheiße. Naja, die meinte, vielleicht wird es dadurch besser. Ich weiß nicht. Das Problem, ich habe ja eigentlich keine Allergie gegen Pollen. Aber jetzt in der Schwangerschaft, keine Ahnung. Dann waren wir kurz bei Penny. Da habe ich auch ein bisschen, wir waren bei Edeka und bei Penny. Bei Edeka habe ich einmal Himbeeren gekauft, einmal Blaubeeren. Dann Bananen. Erdbeeren. Ich stehe momentan total auf Erdbeeren. Mir ist so schlecht gerade. Dann einmal Mango. Und Schokobons für Lina zwischendurch. Das werde ich jetzt mal verstecken. Und einmal Weintrauben. Ich will jetzt ein bisschen mehr Obst essen. Gemüse essen wir jeden Tag, aber Obst ist auch wichtig. Ja, heute gibt es bei uns Nudeln mit Brokkoli. Nee, nicht Nudeln, Reis mit Brokkoli und Hähnchenbrust, Sahnesoße. Das mache ich aber gleich erst, wenn Aurel wach ist. Und ja, mir geht's einfach nur scheiße, ehrlich gesagt. Mir ist auch schlecht, aber ich kann nicht kotzen. Das nervt so. Da würde ich lieber kotzen, dann ist das komplett weg. Naja. Ich würde sagen, ich nehme euch gleich mit, wenn ich koche. Bis dahin esse ich ein paar Früchte und mache mit Nina jetzt so einen Obstteller, damit sie auch was zu naschen hat. So, ihr Lieben, wir haben gerade geduscht mit Nina. Und ich habe schon nach 5 Minuten keine Luft mehr bekommen. Also mir geht es sehr, sehr schlecht. Ich habe auch Audit geschrieben, also wir müssen morgen früh sofort zum Lungenarzt. Weil, also ich habe wirklich gedacht, ich kippe jetzt um oder so. Und das ist natürlich total gefährlich, weil es ist keiner zu Hause, ich bin alleine. Ja. Boah, das ist so schlimm. Total komisch, ich hatte sowas noch nie in meinem Leben. Ich bin froh, wenn wir morgen beim Arzt sind und ich irgendwas verschrieben bekomme oder so. Weil so geht das gar nicht. Ich nehme gleich eine Tablette und dann lege ich mich auch hin. Ja, man hört auch bestimmt, dass ich voll Schwerluft bekomme. Ich wollte mich nur verabschieden und es tut mir leid, dass ich halt nicht viel gefilmt habe, aber wie auch, mir geht es einfach so grottenschlecht. Ich dachte, ich kriege einfach diesen Asthma-Spray und dann ist gut, wie bei Nina. Aber ist wohl gefährlich jetzt am Anfang. Ich bin ja noch in der 8. Woche. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall hier das Badezimmer sauber machen. Und danach, keine Ahnung. Ja, wir sitzen jetzt auf dem Klo übrigens. Also, der hat mir natürlich auch angeboten, der meinte, es ist eh nicht viel los, wenn du willst. Dann kann ich jetzt auch nach Hause kommen. Aber jetzt geht's wieder. Also, einigermaßen. Will deine Haare föhnen? Ja. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und. Ja. Tschüss. Tschüss.